Die Sorgenfalten auf der Stirn von Holger Bachtaler dürften in den letzten Wochen etwas tiefer geworden sein. Gerade einmal 12 Punkte kann der amtierende bayerische Amateurmeister auf der Habenseite verbuchen. Letzte Motivation vor dem Heimspiel gegen Scheiding-Heining, um das Punktekonto aufzustocken. Und die Worte von Trainer Bachtaler verfehlten ihre Wirkung nicht. 11. Minute, Sebastian Schaller auf Marc Hämmerle und der mit der Führung für die Hausherrin. Die hätte bis zur Halbzeit noch wesentlich höher ausfallen müssen. Ela Thyssen mit einer Vielzahl guter Chancen, die sie jedoch wie hier Adrian Morina nicht in Zählbares ummünzen konnten. So ging es mit der knappen Führung der Hausherrin in die Kabine. Aus der kamen die Gäste aber vollkommen verändert wieder heraus. Wesentlich bissiger als noch im ersten Durchgang machte die Mannschaft von Mario Tanzer jetzt Druck. Michael Pillmeier mit einem ersten Warnschuss in der 57. Minute. Pillmeier gerade noch der Unglücksrabe, dann aber doch entscheidend am Ausgleich beteiligt. Sein Ball findet Christian Brückel und der markiert den Ausgleich. Sein Schuss ins linke Toreck, unhaltbar für Patrick Rösch. Damit die Gäste aber noch nicht zufrieden. Keine 5 Minuten später, der dicke Patzer in Ela Thyssens Hintermannschaft und dieses Mal Michael Pillmeier selbst, der Vollstrecker. Das 2:1 für Scheiding-Heining in der 80. Minute. Die Hausherren vom Rückstand geschockt konnten nicht mehr reagieren. Im Gegenteil, die 90. Minute, Michael Wirth setzt zu einem tollen Solo an, umkurvt Keeper Rösch und behält die Nerven. Das 3:1 für Scheiding-Heining, gleichzeitig auch der Endstand. Und dafür gab es nach dem Spiel ein dickes Lob von Trainer Mario Tanzer. Ich denke sogar aufgrund der zweiten Halbzeit sogar ein verdienter Sieg für uns. Die erste Halbzeit hatten wir Riesenprobleme mit Ela Thyssen, aber über 90 Minuten hinweg haben wir uns verdient durchgesetzt. Dank einer bärenstarken Mannschaftsleistung in Halbzeit 2 darf Scheiding-Heining die 3 Punkte also mit nach Hause nehmen.